Schönen guten Abend zusammen, da sind wir wieder. Es ist nicht. Die Perspektive ist besser. Viel besser. So, dann schauen wir mal, ob noch irgendjemand wach ist heute. Janchens kleines Paradies, schönen guten Abend. Und Jurassic Chili, der Sponsor von den Chilis, die jetzt hier heute noch getastet werden, oder einige davon. Matzes Hobbygarten, guten Abend. Morgens, sagt er, okay. Dinner Chilis, good evening. Kastekaleb, Funky Peppers, Garten Moni, schönen guten Abend und good evening. Was gibt's heute alles? Ja, schauen wir mal. Also ich habe erstmal vor, mit zwei etwas milderen Sorten zu beginnen. Und zwar habe ich einmal Chili Padron, hallo. Einmal hier dieses Gerät. Das ist eine Chili, die mir die Chili Hexe letztes Jahr zugeschickt hatte. Im letzten Jahr war sie eigentlich eher eine Snack-Paprika. Ich habe dieses Jahr schon eine davon probiert und das hier ist jetzt bei weitem nicht die größte, da sind noch größere Exemplare dran. Die hat schon eine ordentliche Schärfe bekommen, also keine Ahnung, was da letztes Jahr los war, aber dieses Jahr hat das Ding Feuer. Das würde ich gerne mit euch probieren. Dann hätte ich noch eine Sugar Rush Peach, die würde ich auch gerne probieren, denn die verliert so langsam ihre Form und deshalb würde ich das gerne hinter mich bringen, bevor sie nicht mehr da ist. Denn auch das ist ein Geschenk von einer netten Bekannten. Und dann haben wir hier noch drei vom Jurassic Chili. Da gucken wir dann mal, wie weit wir damit kommen. Was das ist, verrate ich euch noch nicht. Ist spannend. Das ist einfach der Gerät. Ja, das ist definitiv ist das nicht die größte, die da unten an den Sträuchern hängt. Ich habe eben mal durchgeguckt, da hängen noch größere. Damit fange ich jetzt auch direkt mal an. Ich popel mal das Saatgut daraus, ihr wisst Bescheid. Rainer 044, schönen guten Abend. Australian 76, guten Abend. Oder good evening. So, vom Aufschneiden her, wie eine Paprika. Riecht definitiv fruchtiger als Paprika. Ja, doch, hat einen viel süßeren Geruch als eine Snack-Paprika. Eigentlich so nichts Würziges im Geruch, sondern wirklich reine Fruchtaromen. Sehr interessantes Teil, also ich kann mir das auch echt für Soßen ganz gut vorstellen. Vor allem, weil es halt Masse hat. Deswegen bin ich da schon recht froh, dass die Angie mir da letztes Jahr eine Beere zugeschickt hat und ich mir das Saatgut nehmen konnte und jetzt natürlich wieder nehmen kann. Hi Manuela, schönen guten Abend. Gemüseling, schönen guten Abend. Sagt Angie, ich weiß, du guckst dir das morgen an, deswegen vielen, vielen Dank für die Beere von letztem Jahr. Du siehst, ich habe sie vermehrt, erfolgreich und sie ist echt gut. Badmonster, schönen guten Abend. So viele Leute hier, die den Martin wieder schweigen sehen wollen. Einfach unglaublich. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Schärfetoleranz heute ist. Gestern muss ich sagen, war die Schärfetoleranz sehr, sehr hoch. Also das habe ich gemerkt bei den Soßen und Gewürzen, die ich gestern so zu mir genommen habe. Heute fühle ich mich eigentlich nicht ganz so cool. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob sich dieses mentale Spielchen da auch noch auf die Schärfetoleranz auswirkt. Wir werden das sehen. Jetzt erstmal zum Warmwerden eine Snack-Paprika mit Kick. Und ja, ich sag guten Appetit. Für mich. Was hat der Matze denn da geschrieben?
Ich gehe nächstes Jahr wie Chili Patron auf mehr Heatless-Sorten. Ja, also Heatless ist immer eine geile Sache. Hm. Aber sowas hier auch. Also, richtig geil. Richtig, richtig geil. Viel Fruchtfleisch, große Beeren, saftig beim Draufbeißen. Eine richtig interessante Schärfe, die sich sofort beim Draufbeißen im ganzen Mund verbreitet. Nicht wirklich tief in den Hals reingeht. Ein Aroma, also das riecht hier immer noch total fruchtig. Das spiegelt sich auch im Geschmack wieder. Eine wirklich 1A Snack-Paprika mit Kick. Klasse, einfach klasse. Da wird demnächst bestimmt auch, so ich schätze mal bei 2000 Followern, wird dann wieder ein Gewinnspiel für euch folgen. Und ich denke mal, da werden so die ein oder anderen Saatgutpaketchen drin sein. Und vielleicht auch ein Fläschchen Soße und eventuell ein bisschen Pulver. Schauen wir mal. Aber es muss erstmal auf die 2000 gehen. Das dauert, glaube ich, noch eine ganze Weile. So, die Snackpaprika mit Kick haben wir durch. Sowas würde ich mal gern mit ins Mutterzelt stellen. Was ist das? Ah, Mutterzelt. Jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich. Deine Mutterpflanze, von der du Stecklinge schneidest, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, warum nicht? Also ich denke, eine Chili-Pflanze kommt mit den Bedingungen da auch recht gut klar. Stones Nature, schönen guten Abend. Alles Garten, schönen guten Abend. Als nächstes Sugar Rush Peach von einer netten Bekannten, von der Tatjana, die auch regelmäßig am Start ist, wenn der Marcel aus der Gartenoase um Hilfe schreit. Dann kommt sie immer mit ihrem Handtaschenhahn, dem Stöpsel, vorbei. Super Tier, super lieb. Ist tatsächlich ein Haushahn, muss man gesehen haben. Einfach klasse. Die hat mir diese Chili mitgebracht, damit ich mir auch Saatgut daraus nehmen kann. Das mache ich jetzt und dann probieren wir die mal zusammen. Sugar Rush Peach hatte ich bisher noch nie. Oh ja. Hm. Oh, die riecht aber wirklich gut. Biggie, die gerne im Garten ist, schönen guten Abend. Sino Zane, schönen guten Abend oder good evening. Wow, die riecht super. Also, die hat ein richtig tolles, fruchtiges Baccatum-Aroma. So wie es sich gehört. Die sieht auch von innen, wie eine Baccatum halt aussieht, aus. Das Fruchtfleisch würde ich als mitteldick bezeichnen, lässt sich also noch sehr gut trocknen. Jetzt popeln wir uns die Körnchen daraus. Und dann geht's an den Geschmack. Ich bin auch mal auf die Schärfe gespannt. Da gibt es ja so verschiedene Angaben. Die einen sagen, die ist etwas milder. Die anderen sagen, oh, die hat schon eine gute 8. Ich lasse mich da mal überraschen, was da auf mich zukommt. Einer von euch schon mal die Sugar Rush Peach gegessen? Ich denke schon, ihr seid ja eigentlich kampferprobter als ich. Zumindest die meisten von euch. Ich bin tatsächlich noch ein blutiger Anfänger. Deshalb interessieren mich dann natürlich auch eure Erfahrungen, wenn es um solche Chilis geht. Nö, Chili Padron hat sie auch noch nicht probiert. Okay. Zu anderem Gemüse genial. Die Aromen lecker, dazu noch Heatless und man ist im Handel, man ist im Himmel. Du meinst jetzt dann die Heatless-Sorten an sich? Oder meinst du, wenn die hier jetzt Heatless wäre? Ja, und die schmeckt sehr gut, sagt Jurassic Chili. Okay, das ist doch mal eine Aussage. Nadja, schönen guten Abend. Hast noch nicht viel verpasst. Gab jetzt erstmals vorneweg eine Snack-Paprika mit Kick von der lieben Chili-Hexe, der Angie. Als nächstes gibt es jetzt eine Sugar Rush Peach von der lieben Tatjana, einer guten Bekannten, die ich aus der Gartenoase Köln-West kenne. Funky Petter schreibt, es geht meiner Meinung nach nichts über die Lemon Drop bei den Baccatums.
Okay, Lemon Drop habe ich tatsächlich auch noch nicht probiert. Die wächst aber recht gut draußen, da hängen sehr viele Beeren dran. Vielleicht werden die auch noch reif. Meine Ahimango, da ist jetzt tatsächlich die erste Beere reif. Das ist bisher meine Lieblingsbakatum. Weil sie halt wirklich beim Draufbeißen einen so authentischen Mango-Geschmack abgibt und beim Trocknen das Pulver auch. Man dreht das Glas auf und hat das Gefühl, man riecht an einer Dose Mangos. Einfach Hammer. Nicole, schönen guten Abend. So, dann auf geht's zum Geschmackstest. Sugar Rush Peach. Das Schöne bei denen ist wirklich, wenn man drauf beißt, dass da viel Saft rauskommt und diese Fruchtaromen direkt von Anfang an, vom ersten Bissen an zu schmecken sind. Kabai? Kabai? Nee, sagt mir so nichts. Kommst du? Also, wenn das jetzt tatsächlich alles an Schärfe war, dann bin ich beeindruckt. Also Geschmack tipptopp. Wirklich richtig, richtig gute Backkarton. Schön fruchtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie tatsächlich, wie jetzt bei der Ahimango, einen Pfirsichgeschmack mit drin hat. Ich denke mal, das Peach bezieht sich hier ganz klar nur auf die Farbe. Aber nichtsdestotrotz, tolle, tolle, süße Fruchtaromen. Und also ich spüre da jetzt gar keine Schärfe. Keine Ahnung, ob es jetzt an dieser Snackpaprika vorher lag, aber eine 8 ist das auf keinen Fall. Außer die holt jetzt nochmal aus, aber bei einer Backkartum eigentlich ungewöhnlich. Kawaii ist aber eine Ahnung, meine ich. Okay. Ist meine Challenge-Pflanze. Welche ich letztes Jahr mal probiert habe, allerdings leider nur im getrockneten Zustand, die Pflanze wächst draußen noch, das ist eine, wie heißt sie denn noch, Kabaka Peach. Die war auch also im getrockneten Zustand, da habe ich ein paar getrocknete Beeren vom Max, vom der Gartenkanal zugeschickt bekommen. Habe da mal eine getrocknete Beere probiert, sehr sehr lecker. Das Saatgut habe ich gepflanzt natürlich, die Pflanze wächst draußen auch, hängt voll mit kleinen Kabaka Peach Chilis. Aber noch keine reif. Ich hoffe, das wird noch was dieses Jahr. Farmgeschichten. Schönen guten Abend. Okay, es ist also eine Anuum, aber mit guter Würze. Es muss nicht immer scharf sein. Ganz im Ernst, es muss nicht immer scharf sein. Ja? Wichtig ist der Geschmack. Meine Meinung. So, dann wären wir jetzt mit dem Vorprogramm durch. Ich hätte jetzt hier 3 Stück vom lieben Jurassic Chili noch liegen und eine, bei der bin ich mir absolut nicht sicher, was für eine Schärfe sie hat. Ich kenne sie nicht, ich habe mich natürlich wieder mal sehr gut vorbereitet, habe mich super eingelesen, habe keine Ahnung, was da auf mich zukommen würde. Vielleicht wisst ihr das ja. Die sieht wunderschön aus. Hat einen Pfirsichton mit Lila. Ja, ich glaube, ich habe euch die beim letzten Mal schon gezeigt. Das ist die hier. Die Thor's Thunderbolt. Ich weiß nicht, was mich für eine Schärfe hierbei erwartet und auch nicht, wie der Geschmack davon ist. Aber die hätte ich heute halt auch noch mit im Angebot. Ich schmeiß die mal dazu. Dann haben wir jetzt 4 Chilis. Ich muss mal gerade lesen, was hier unten geschrieben wurde. Einen Moment. Geh im Garten, wir schreiben mal privat. Ist auch was zum Testen, hoffe ich, für dich. Boah, da gehe ich mal stark von aus. Franzi Barti, schönen guten Abend. Funky Peppers, meine Lemon Drop ist auch maximal eine 3. Oft mit 6 bis 7 angegeben. Da sieht man, wie viel man auf die Internetangaben geben kann. Ja, ich glaube, das liegt echt stark an den Strains. Also, Glorina, schönen guten Abend. Ich glaube, 500.000 hat die. Wer hat 500.000? Hans-Peter Röhl, schönen guten Abend. Welche hat 500.000 Chili Padron? Dum, 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 dum. Immer diese Verzögerung, grausam.
Die, wo du gezeigt hast, die Thor's Thunderbolt. Okay. Ja, 500.000 ist machbar. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das sollte gehen. Okay. Ich lege diese vier Chilis, die ich jetzt hier habe, mal in eine Reihe. War das bei Rigotti nicht eine Lemon Drop? Nein, das war eine Blended Lemon und die hatte schon recht gut Feuer. Also, obwohl das hier eigentlich die mildere von beiden sein soll. Es gibt hier die Blended Lemon und die Lemon Drop und die Blended Lemon soll ja wohl die mildere Variante sein. Die hatte recht gut Feuer, muss ich gestehen. Die war zwar super, für mich super zum Snacken, aber ich glaube, wenn man jetzt als jemand, der nicht oft scharf ist, so ein Ding in den Mund gesteckt hätte, der hätte schon echt ein bisschen zu kämpfen damit gehabt. Oh je, die sieht fies aus, die du gerade gezeigt hast. Ja, aber schön. Also ich finde, die Farben sind absolut schön. Zip, 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 Green Fingers, schönen guten Abend. So, also, vier Chilis habe ich jetzt hier. Ich sortiere die einmal durch. So, ihr seht natürlich nicht, welche das sind und in welcher Reihenfolge die da liegen. Und ihr dürft mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 4 nennen. Und die Zahl, die am meisten genannt wird, die kosten wir jetzt als nächstes. Also, legt los. Ich warte. 2. Alles klar? Ja. 3. Okay. Täglich im Garten. Schönen guten Abend. Eine Zahl zwischen 1 und 4, bitte. Also von 1 bis 4. Ihr könnt die 1 und die 4 natürlich auch nehmen. Okay, zweimal die 2 bisher. Die 2 ist vorne. 6. Oh, 6 habe ich nicht. 1. Okay, zweimal die 1, zweimal die 2. Dreimal die 2. Damit hat die 2 gewonnen. Alles klar. Die 2 ist eine, also ebenfalls auch eine sehr, sehr schöne Chili. Ja, tolle Farbe. Und Jurassic Chili wird wahrscheinlich jetzt schon wissen, um welche es sich handelt. Das ist die Pink Tiger. Wie ihr euch denken könnt, null Informationen, null voreingenommen, keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich schneide das Ding auf, nehme mir das Saatgut daraus und dann schauen wir mal, was sie kann. Also geschmackstechnisch natürlich. Wildes Muster, schönen guten Abend. So. Also riechen tut die gerade nach gar nichts. Tatsächlich nach gar nichts. Das wäre jetzt äußerst enttäuschend, wenn die auch nach nichts schmeckt. Weil die Farbe ist schon so, wo ich sage, doch, das ist was für mich. Sie riecht tatsächlich nach nichts. Also ich würde euch da jetzt gerne was anderes sagen, aber die riecht nach nichts. So, Saatgut einmal rausnehmen, denn was man hat, das hat man. Bei mir spielt das übrigens auch nicht so die Rolle, ob die sich verkreuzt haben oder nicht. Mir ist das eigentlich relativ Hupe, was ich da im Garten habe. Wichtig ist nur, dass es nachher schmeckt, was dabei rumkommt. Ich bin da jetzt nicht so der Typ, der unbedingt 100% sortenreine Chilis da stehen haben muss. Wobei das natürlich immer schön ist, wenn ich dann euch erzähle, wie die Chilis sind, damit ihr wisst, okay, das ist die und die Sorte und das ist auch hundertprozentig die und die Sorte. Aber ihr wisst selbst, das kann man nicht zu 100% beeinflussen, wenn man jetzt nicht Blüten verhütet oder sonstiges. Okay, nach ein bisschen Aufkratzen riecht sie immer noch nach nix. Brodox, schönen guten Abend. Also ich habe da jetzt schon ordentlich drin rumgekratzt, aber es kommt null Geruch, gar nicht. So, Saatgut ist raus. Das hätten wir erledigt. Einmal kurz in die Kamera. So sieht
das Gerät von innen aus, hat noch die Pfirsichfarbe, von außen schön lila oder pink gefärbt. Eigentlich ist es eher ein lila. Heißt trotzdem Pink Tiger. Und jetzt, von der Form her, erwarte ich jetzt sowas wie die Merupi Amarela. Also, meine Erwartungen sind so Parfüm, gemischt mit relativ hoher Schärfe. Ich bin mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Prost Mahlzeit! Okay. Das kommt überraschend. Die schmeckt nicht nach Parfüm. Die schmeckt sehr süß. Hat einen sehr guten, fruchtigen Geschmack. Also ich glaube nicht, dass die großartig unreif ist. Weil das Saatgut sieht so aus, als wenn das schon fast am Limit von einer reifen Frucht wäre. Ja, ihr könnt hier mal gucken, da sind schon ein paar Körnchen dabei, die mit braun geworden sind. Okay, sieht man jetzt wieder mal nicht durch die geile Frontkamera. Naja, egal. Das hängt aber auch oft damit zusammen, wo die Chilis hängen. Haben die viel Sonne abgekriegt, haben die wenig abgekriegt? Daran hängt dann so ein bisschen dieses Umfärben. Sieht man bei der hier zum Beispiel auch, ja, bei der Thor's Thunderbolt. Hier diese lila Seite hat zum Beispiel viel Sonne abgekriegt. Und die Peach-Seite hat so gut wie keine Sonne abgekriegt. Und deshalb ist das mit der Farbverteilung so ein bisschen. Genau, Chili Patron schreibt es gerade selber. Wer hat es geschrieben? Funky Peppers hat es geschrieben, genau. Dem Andreas Dem, schönen guten Abend. Gut, also, tolles Aroma. Entgegen meiner Erwartung, wirklich verdammt gutes Aroma. Schön fruchtig, genauso wie ich Chilis mag. Und die Schärfe hat was Habanero-mäßiges, denn die fängt jetzt langsam an Gas zu geben. Hat jetzt echt lange gedauert, bis die gezündet hat. Aber die kommt. Die kommt wieder. Und ja, das ist eine gute 10, also jetzt schon. Bin mal gespannt, wie hoch die noch geht. Ob die wirklich noch höher geht. Aber die hat jetzt auf jeden Fall eine gute 10. Puh. Die gibt gut Gas, muss ich sagen. Die geht auch leicht auf den Rachen, brennt aber tatsächlich, finde ich, mehr im hinteren Bereich der Zunge. Deswegen ist es so ein bisschen schwer zu unterscheiden, ist die jetzt tatsächlich schon am Rachen oder ist das noch die Zunge? Die ist ziemlich weit hinten. Mund wässert auf jeden Fall extrem, dadurch, dass sie so scharf ist. Thor's Thunderbolt kommt nächstes Jahr zu 100% ins Gewächshaus. Da gibt es auch einen Gnarly-Pheno, der absolut krass aussieht von der Form her. Ja, ich bin mit denen hier schon ganz zufrieden, ich finde die tierisch geil. Vor allem hängt der Strauch so gut voll und das, obwohl das ein absoluter Nachzügler ist. Also die war so ziemlich die letzte Pflanze, die überhaupt noch irgendwo Gas gegeben hat und hängt trotzdem super voll mit echt schönen Beeren. Von daher für mich absolut top. So, und man glaubt es kaum, aber das kleine lila Ding hier treibt einem schon den Schweiß aus den Poren. Hätte ich jetzt so krass nicht erwartet. Die Schärfe ist aber tatsächlich auszuhalten, weil sie halt wirklich nicht so heftig den Rachen attackiert. Eher hintere Zunge und das wechselt auch eigentlich nicht. Ja, es ist ein konstanter Schmerz im hinteren Bereich der Zunge, der wahrscheinlich jetzt einfach da ausharren wird, bis er irgendwann seinen Abfall bekommt und dann passt das. In der Zwischenzeit. Ich werde euch natürlich sagen, sobald die Schmerzen vorbei sind, ja. In der Zwischenzeit würde ich sagen, da das jetzt noch nicht so die Schweigechili war, und ich glaube, da sind Schweigechilis dabei,
würde ich sagen, ich hätte gern eine Zahl von 1 bis 3 von euch. Und die Zahl... die als erstes dreimal auftaucht, die nehme ich. 1, okay. Schweigechili, ja. 2-mal die 1. Zweimal die 2. 2-mal die 3. Und 3-mal die 1. Dann hat die 1 wohl gewonnen. Das war die 1. Der Josh von Borderland Peppers auch wieder am Start. Schönen guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Puh. Viel hast du noch nicht verpasst. Ich habe mir eben mal eine Snack-Paprika mit Kick gegönnt. Dann kam eine Sugar Rush Peach. Die war sehr lecker, hat aber so gut wie gar keine Schärfe. Jetzt die dritte war eine Pink Tiger. Fand ich geschmacklich sehr interessant. Verdammt fruchtig. Gar nicht so parfümig, wie ich es jetzt eigentlich erwartet hätte. Also ich habe gedacht, ich beiß drauf und stehe wieder im Douglas. War gar nicht der Fall. Schärfe ist immer noch aktiv. Immer noch im hinteren Zungenbereich. Und glaubt es mir, die tut weh. Auch wenn es jetzt nicht so schlimm aussieht. Hat die 2 gewonnen. Habe ich mich da vertan. 2, 2, nein, Janchens kleines Paradies hat die 1, Chili Padron hat die 1 und dann kam täglich im Garten mit der 1. Die 1 hat gewonnen. Könnt mich nicht veräppeln, ich kann das nachlesen hier. Wie kommt ihr denn auf die 2? 1, 1, 2, 2 und da kommt die 1. Nein, die 1 hat gewonnen. Nur kurz Hallo und leider auch schon wieder Tschüss, voll im Stress, wollt aber Hallo sagen. Das gefällt mir. Bis dahin, schönen guten Abend dir oder einen schönen Abend noch und hoffentlich nicht zu arbeitsreich. Das kann sein, das weiß ich nicht, ob das von der Zeitverzögerung her dann bei euch anders ist, aber bei mir ist auf jeden Fall 3-mal die 1 zuerst gewesen. Ich will euch, okay, dann machen wir es so. 1 oder 2. Das, was als erstes jetzt 3-mal auftaucht, wird gegessen. Das, was bei mir im Chat das als erstes 3-mal auftaucht, das wird gegessen. Ich muss beide essen. Nee, das schaffe ich heute nicht mehr. Das glaube ich nicht. Okay. 2 ist die T-Rex Mustard. Also jetzt hat bei mir auch die 2 gewonnen. Aber vorher war es definitiv die 1. So. Verrückt? Okay. Es ist nicht so, als wenn ich nicht schon mal so genannt wurde, aber ich sehe das nicht ein. Marius Gartenparadies, schönen guten Abend. Wieso tun die dir das an? Warst du böse? Ich frage mich das jeden Abend oder jeden zweiten Abend. Dann hast du alle T-Rex durch, korrekt? Jawohl, dann habe ich tatsächlich alle T-Rex durch. Das ist noch, also ich habe die ja sowieso schon mal getestet, ja. Ich habe den Jurassic Chili auch extra gefragt, ob das der Strain von Borderlands Peppers ist. Denn die meisten von euch kennen ja mein Prinzip. Ich taste diese Super Hots einmal, damit ich weiß, wie sie schmecken. Da das jetzt aber ein anderer Strain ist, also von einem anderen Verkäufer und Chili, Jurassic Chili mir hier so ein geiles Paket geschnürt hat und ich weiß, dass er unbedingt möchte, dass ich diese Mustard Chili esse, werde ich das jetzt tatsächlich noch einmal tun.
Von der Mustard habe ich tatsächlich so ein kleines traumatisches Erlebnis, denn das war für mich bisher ganz klar die schlimmste von den T-Rex. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt immer noch so ist, denn wie auch bereits schon erwähnt in einem der vorherigen Tastings, die Schärferesistenz ist doch arg nach oben gegangen. Ja, also ich weiß nicht, ob das Schärfeempfinden noch gleich ist oder ob ich die genauso gut wegstecke, sage ich mal, wie die anderen T-Rex. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid's auch. Ich pull das Saatgut raus und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Andi, schönen guten Abend. Es gibt noch Sondervarianten. Ja, gut, aber Farben gibt's keine anderen mehr. Mach einfach alle, sagt Wildes Muster. Ja klar, natürlich. Ike Andreas, schönen guten Abend. Welche fehlen noch, Jurassic Chili? Achso, du meinst von den Sondervarianten. Ja, ich habe hier noch so ein paar. Hier. Aber die sehen halt, glaube ich, einfach nur anders aus. Da steht jetzt nicht dabei, was für Crosses dabei sind. Ob die jetzt mit irgendetwas anderem gekreuzt sind oder wie auch immer. Die sehen alle etwas anders aus. Aber aufgrund von anderem Aussehen ist es für mich keine andere Chili. Da stand noch irgendwas. Falls du in die Hölle kommen solltest, würdest du den Teufel vom Thron stoßen. Ich bräuchte ihn nur mal anhauchen, dann wird er schon verbrennen. Aber mein Ziel ist ja nicht die Hölle, sondern wenn dann, ne? Ich sterbe ja im Kampf. Und wenn man im Kampf stirbt, dann kommt man nicht in die Hölle, sondern, einige von euch werden es wissen, Golden und Mustard ist hier sonst immer dasselbe. Okay. Also wenn es wirklich so ist wie die gelbe, dann bin ich ja beruhigt. Weil die war recht angenehm, soweit ich das in Erinnerung habe. Oder war das die schlimmste? War das die schlimmste? Ich weiß es gar nicht mehr. So viele Chilis gegessen. Ich müsste da tatsächlich selber nachgucken. Aussehen tut die schon mal mega böse. Die riecht, wahrscheinlich riecht jetzt das ganze Zimmer nach T-Rex. Also, vielleicht riecht ja ein T-Rex so, keine Ahnung, ich habe noch keinen gerochen, aber nach T-Rex-Chili meine ich. Heftig, das riecht saumäßig lecker, Leute. Das hat so richtig diesen Chinense-Kick, den man erwartet, wenn man so eine Chili aufschneidet. Geil. Aber man merkt auch, da steckt Schärfe drin. Da steckt richtig gut Schärfe drin. So, wollt ihr, ich zeige euch das jetzt erstmal, wie es aussieht, wenn das Saatgut noch nicht rausgepopelt ist. T-Rex riecht wie Pup. Oh. Okay, zu nah sollte man nicht dran gehen. Oh Gott. Denn das brennt sonst in den Augen. Ich glaube, das war nicht nur ein Gefühl, dass diese T-Rex Mustard die schlimmste war. Ich glaube, das wird wieder einmal ein traumatisches Erlebnis werden. Also, so zusammengeknittert sieht das Ding hier von innen aus. Ja. Richtig schön faltig. Eigentlich schon richtig cool, muss man sagen. Das Aroma ist auch verdammt lecker, aber es riecht so scharf. Es riecht so scharf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Saatgut hier überhaupt irgendwie rausbekomme. Aus diesen Gängen. Schauen wir mal. Ah, doch, so einigermaßen geht das. Packe ich sie natürlich wieder voll an. Auch egal. Essen ist schlimmer als anpacken. Was haben wir denn da unten noch? Das macht die Nase frei, sagt der Andi. Ja, ja. Das macht auch andere Sachen frei. Alles roh, schönen guten Abend. Machst du jetzt auch den Joghurt alle wie Jupp? Schauen wir mal. Bei meiner letzten T-Rex Mustard, weiß ich, habe ich glaube ich einen Liter Milch weggetrunken und einen halben Liter Joghurt. Ich hoffe, dass das nicht mehr so sein muss.
Martin, hast du die Jay's Peach Ghost Scorpion Chocolate schon mal probiert? Nein, in Chocolate noch nicht. Aber die Jay's Peach Ghost Scorpion war mein bisheriger, solange ich das, wie gesagt, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe und auch wenn man sich die YouTube-Videos mal anguckt, muss ich sagen, war die Jay's Peach Ghost Scorpion definitiv mein Endgegner und ist immer noch einer meiner Angstgegner. Warte, ohne Peach, also eine Jay's Scorpion Chocolate, ne, kenne ich nicht. Also Jay's Peach Ghost Scorpion kenne ich. Schmeckt sehr geil, wenn man es denn ertragen kann. Also die tut richtig weh. Die Jay's Peach Ghost Scorpion, das war schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Aber ich muss dazu sagen, das war auch, glaube ich, so meine zweite, dritte Superhot, die ich jemals richtig getastet habe. Oh, Leute, das Aroma. Heftig. Heftig. Chilifreak 249, schönen guten Abend. Chilifreak, du hast das Finale noch nicht verpasst. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt das Finale ist, denn so wie die riecht, werde ich euch da oder werde ich für wen lege ich denn diesmal eine Schweigeminute ein? Ihr könnt mal entscheiden, für wen diese Schweigeminute denn dann gilt. Oder die Schweigeminuten sind ja mehrere. So, die Schweigeminuten gelten für alle gegessenen Chilis. Die Steffi guckt auch zu, die BeLive-Regie. Ich habe schon gehört, das Männelein hat sich wieder erholt, hat alles sehr gut weggesteckt. Auf jeden Fall den Hut ab. Krasse Leistung, dass er da so mitgezogen hat, als jemand, der wirklich nicht viel scharf ist. Daumen nach oben, habe ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. So, was haben wir da denn jetzt noch? Ich meine Jay's Chocolate Scorpion. Jay's Peach Scorpion Chocolate macht ja keinen Sinn. Ist die Peach getastet, das weiß ich, aber im Allgemeinen sagt man ja, dass die Chocolate-Varianten schärfer sind. Ja, ist aber meiner Meinung nach auch so ein Irrglaube, weil wenn ihr mal so 1, 2, 3, 4 Tastings nach hinten springt, da hatte ich so eine T-Rex Chocolate. Und ich meine, die Chocolate wäre tatsächlich die mildeste Variante von den ganzen T-Rex gewesen. Und ich meine tatsächlich, die schlimmste war die gelbe. So, jetzt habe ich hier die grüne. Oder die grün-gelbe, die senffarbene, deswegen Mustard. Und ja, drücke mich so ein bisschen davon. Oder davor, die jetzt in den Mund zu stecken. Denn wie gesagt, Traumata sind schwer zu überwinden. Aber was soll's. Für die Wissenschaft. Boah, geschmacklich der Hammer. Also richtig krass der Hammer. Steffi, freut mich zu hören. Finde ich gut, denn es gibt echt nichts Schlimmeres als Capsaicinkrämpfe. Also so richtig heftige Capsaicinkrämpfe sind, die wünscht man keinen. Leute, das Ding wird mich jetzt gleich anzünden. Und zwar richtig heftig. Manuela ist am Start. So, es ist unten. Oder zumindest auf dem Weg dahin. Aroma. Geil. Ein Traum. Einfach ein Traum. So muss eine Super Hot schmecken. Aber die Schärfe kommt jetzt nach und nach wieder. Ich hoffe, sie bleibt da, wo sie jetzt gerade ist, nämlich im Mund. Aber ich glaube fast, die wird auch noch ein Stückchen in den Hals runtergehen und mich dann wieder so richtig fertig machen. Ich hoffe, ihr habt euch alle irgendwie schöne Musik angemacht oder so.
Denn ansonsten wird das Ganze jetzt gleich sehr ruhig. Der eine oder andere kennt das ja schon. Ja. Aber wenn es um so eine Schärfe geht, dann versuche ich da schon irgendwie einen Fokuspunkt zu bekommen und die Atmung zu kontrollieren, damit der Schmerz nicht ganz so schlimm im Hals ist. Ben's Feinfood sagt, Musik läuft. Sehr gut. Einer, der vorbereitet ist. Spitze. Ein Hörspiel geht auch, ja. Weiß ich nicht, für die Fans 3 Fragezeichen oder so. Je nachdem, wie scharf die Chili ist, vielleicht auch Herr der Ringe. Ja? Man weiß ja nicht. Oh Gott. Die tut weh. Die tut wirklich weh. Aber die tut tatsächlich hauptsächlich im Mund weh. Noch. Oh Gott. Basia Fikus, schönen guten Abend. Noch kann ich sprechen. Apropos Fahrstuhlmusik wäre im Hintergrund gut. Ja, das ist vielleicht. Gott, tut das weh. Gebt ihm Herzen. Gebt mir Feuer. Ich brauche das Feuer. Wie würde Chili Klaus sagen? Angepasst. Why, Martin? Du hast tatsächlich schon mal schlimmer ausgesehen beim Tasting. Ja, ja. Also ich habe mich auch schon schlimmer gefühlt. Aber ich glaube nicht, dass das alles war. Da irgendwie tut die immer mehr weh. Die tut wirklich nicht gut, Leute. Das Naseputzen nicht so wehtun würde, ne? Martin, ich muss deine Tastings mal loben. Ich schaue sogar nur noch mit einem halben Auge Bayern München. Ach, vielen Dank. Großes Lob, großes Lob. Ach Gott, Leute. Also ich glaube fast, also wenn das stimmt, dass die Thunderbolt nur 500.000 hat, dann wäre das jetzt die schönere Alternative gewesen. Also ganz klarer Fall. Ich würde sagen, die Schärferesistenz ist gestiegen. Ja. Puh. Im Vergleich zur letzten Mustard auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz kann ich das hier keinem empfehlen. Wirklich keinem. Macht das einfach nicht. Das ist so dumm. Na. Schweigen bleibt aus. Ja, ich versuche gerade mir den Schmerz so ein bisschen von der Seele zu reden. Auch wenn das immer so ein bisschen weinerlich klingt, es hilft, es hilft. Wir müssen aufpassen, dass die Sätze nicht so lang werden. Denn je länger man ausatmet, desto schlimmer wird der Schmerz im Hals. Ben's Feinfood, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Abend dir noch. Gator Jigsaw Purple, good evening. Oh Gott. Was war das? Lade den Schmerz bitte woanders ab. Ist ja gut, ich beherrsche mich ja schon.
Man hat die schon schlimmer erlebt. Ja, ja, stimmt. Es ist auch nicht die schlimmste Chili. Ich merke die Viertel Big Black Mama von gestern Abend immer noch ab und an im Magen. Okay. Oh Gott. Also Big Black Mama ist auch so ein Teil, was noch auf mich zukommt. Das hört auch nicht auf, weh zu tun, Leute. Das ist... Und das hört nicht nur nicht auf, das brennt einfach gleichbleibend. Das nimmt nicht ab, das ist gar nicht. Das ist auf einer Stufe die ganze Zeit durchgehend. Und die ganze Dapper, die einem im Mund rausläuft, das ist schlimm. Ach Gott. Oh, aber jetzt? Aber jetzt? Aber jetzt? Aber jetzt? Das scheint so, als wenn das so eine Fallschirm-Chili wäre. Da gibt die ganze Zeit Vollgas im freien Fall und auf einmal zipp, Reißleine und puh, der Schmerz nimmt um ein Drittel ab. Also um zwei Drittel, er bleibt noch ein Drittel bestehen. Ist jetzt von der Schärfe her immer noch scharf. Ja, es ist immer noch eine 10, locker. Aber bei weitem nicht so schlimm wie gerade eben. Also ich könnte jetzt eigentlich schon fast wieder normal reden. Bisschen atmen ist noch ganz gut. Oh, Schärfegrad. Schärfegrad ist schwer einzuschätzen bei solchen Chilis. Also da bist du auf jeden Fall bei einer 10 plus plus. Wenn nicht, vielleicht noch ein halbes Plus, aber 3 Plus würde ich nicht geben, aber 2 Plus mit Sicherheit, ja, und vielleicht noch ein halbes Plus hinten dran. Oh Gott, oh, Aufstoßen ist gut, da kommt die Aromen wieder, das schmeckt so hammer, heftig. Da vergisst man gleich wieder, dass das jetzt bestimmt wieder 5 Minuten wehgetan hat. Ja? Einmal diesen Geschmack und man vergisst sämtliche Schmerzen, die dabei vorgekommen sind. Heftig. Oh. So, jetzt würde ich sagen, sind wir auf einem Schärfelevel von 8. Ja, 8 würde ich schon behaupten. Geht also wieder ganz gut. Ja, Geschmack habe ich euch beschrieben, im Vorfeld eigentlich schon, beim Kauen. Das Schöne an dieser Chili wieder mal, ihr könnt die so richtig gut durchkauen. Ja, ihr, also, nein, das war falsch formuliert, macht das nicht. Ja, also ich beim Durchkauen der Chili konnte den Geschmack so richtig gut genießen, weil der Schmerz sehr, sehr, sehr spät eingesetzt hat. Konnte noch lange normal reden, konnte die Chili schön kauen, konnte das volle Aroma auskosten und dann ist aber auch ganz schnell vorbei mit Aroma auskosten. Dann heißt es wirklich anschnallen, ja, und was weiß ich, vielleicht hat man ja auch irgendwo eine kleine Spritzflasche Tilidin rumstehen, hilft bestimmt, ja. Aber anders ist das, glaube ich, für manche auch nicht mehr zu ertragen. Das Ding haut rein. Das Ding haut wirklich rein. Und ich bin auch der Meinung, das war tatsächlich die schärfste T-Rex, die ich getastet habe. Mit Abstand. Mit Abstand. Andi, schönen Dank fürs Zuschauen. Tu nicht zu viel. Und ich wünsche dir eine ruhige Nacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Eukalyptusbonbons hinterher, das ist eine super Idee. Das ist klasse. So. Doch, war gut. War gut.
Wisst ihr was, zum Löschen schmeiße ich mir jetzt nochmal so eine Zebranche hier rein. Die war echt lecker. Jam, jam. Die ist gut. Ja. Wie gesagt, Schärfe. Unmenschlich. Absolut unmenschlich. Sollte man so nicht essen. Was ich mit solchen Mustard Chilis, also ich habe jetzt das erste Jahr Mustard Chilis im Anbau. Hat schon mal jemand von euch Pulver aus Mustards gemacht? Corona hat bei dir null Chance. Hatte ich tatsächlich noch nicht. Also in der gesamten Zeit. Ich hatte hier so, die Kinder hatten es glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es meine Frau auch hatte. Aber ich hatte es nicht. Meine Eltern hatten es glaube ich auch einmal. Ich nicht. Das sollte man bei dem Wettessen mal machen. Nach der Reaper dann 5 Eukalyptusbonbons. Oh ja. Damit der Rachen nochmal so richtig schön geflutet wird mit diesem Menthol. Richtig gut. Ja, aber ja, ja, ja und nein. Ne? Also, habe ich auch schon mal gelesen, Funky Peppers. Also er schreibt gerade, das meinte ich vorhin mit Golden gleich Mustard. Das wird oft als ein Begriff vermischt. Ja und nein, es gibt Internetseiten tatsächlich, da habe ich das auch schon mal gesehen, dass man so diese grün-gelben Chilis, also die Mustard-Chilis eigentlich als golden bezeichnet. Aber hauptsächlich kenne ich die tatsächlich unter dem Begriff Mustard. Deswegen, weil die Golden Reaper ist meiner Meinung nach auch gelb, wenn mich nicht alles täuscht. Da wird ja alles weggebrannt. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Capsaicin da eine Rolle spielt, aber Capsaicin soll ja wohl ein sehr, sehr, sehr gesunder Wirkstoff sein. Und ich glaube, bei einem Capsaicin-Mangel kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren. Zumindest in letzter Zeit nicht. Habe die Primotali Golden und die gibt super grün-goldenes Pulver. Okay, also ich habe draußen die... Ja, ich habe auch die Golden Primotali von Borderland Peppers. Genau, stimmt. Jetzt, wo du es sagst... Hast recht, das ist auch eine Mustard Chili und die heißt tatsächlich Golden Primotali, ja. Entschuldigung, habe ich vollkommen aus den Augen verloren. Da war irgendwas drin. So, also die hätten wir auch. Für die Leute, die es eben nicht mitgekriegt haben, die beiden anderen Chilis, die jetzt noch zur Auswahl standen, wäre einmal noch die Gator Jigsaw gewesen. Gator Jigsaw, auch eine Mustard Chili. Hatte ich auch letztes Jahr vom Josh zugeschickt bekommen. Leider aber nicht mehr tasten können. Wächst bei mir aber auch draußen ein Sträuchlein. Und ich kann euch sagen, also meine Beeren sehen bei weitem schlimmer aus als das hier. Ja. Die sind so richtig schön mit Einmuldungen und oh, das sind so coole Beeren, die da draußen dran hängen. Ein Gedicht, allein schon vom Aussehen her. Und natürlich noch die Thor's Thunderbolt. Thor's Thunderbolt ist eine meiner absoluten Favoriten, wenn es um Aussehen geht. Vom ersten Moment an eigentlich verliebt in diese Pflanze. Das Laub sieht richtig klasse aus, die Stiele. Die Wuchsform der Pflanze ist schön und die Beeren hängen dann auch so in Multitrauben, mehr oder weniger so 4-5 Stück aus einer Blattachse raus. Richtig, richtig tolles Teil. Das gibt super grün-goldenes Pulver bei den Mustards. Okay, weil als Pulver könnte ich mir jetzt zum Beispiel so eine T-Rex-Mustard richtig gut vorstellen. Weil die halt echt, also der Geschmack ist Wahnsinn. Das kann man sich so nicht vorstellen. Die schmeckt so gut. Ich würde die jetzt schon tatsächlich mittlerweile von den super, super Hots auf Platz 2 setzen. Auf Platz 1 ist immer noch die Borgnine Peach, weil die ist geschmacklich einfach so ein Hit. Wer sich das mal da dran wagt, also geschmacklich finde ich das Ding einfach tierisch Bombe. Das hängt aber von den Sorten ab. Die Gator Jigsaw zum Beispiel wird wirklich grün. Aber da steht ja auch nicht golden dabei. So viel zum Thema, genau richtig vorgeholt.
Hä? So viel zum Thema genau richtig vorgeholt, verstehe ich nicht. Achso, du meintest, weil ihr jetzt die schärfste nach vorne, also die schärfste gewählt habt oder was mit der T-Rex Mustard. Ich glaube jetzt nicht, dass die Gator Jigsaw da noch drüber kommt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wisst ihr was? Die Schärfe hat sich eigentlich schon wieder verabschiedet. Ich wollte mich eigentlich auch jetzt verabschieden, aber wir haben 5 vor 10 und eigentlich läuft das hier ja immer mindestens bis 10. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Platz für eine letzte Chili. Die suche ich mir aber aus und ich suche mir jetzt die Thor's Thunderbolt aus, weil ich die unbedingt mal essen will. Die sieht so schön aus. Guten Abend Tatjana, guten Abend Carina. Die werde ich jetzt einfach mal so, ohne euch danach zu fragen, tasten. Zack. Schneiden wir das Ding mal auf. Oh, da ist viel, oh, da ist viel Saatgut drin. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay. Ah, die riecht heftig. Die riecht ja fast genauso wie die T-Rex. Aber die ist doch viel kleiner. Boah, also die riecht echt scharf. Leute, die riecht echt scharf. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt überhoben habe. Aber ich zeige euch die jetzt mal von innen. Ja, hier seht ihr mal, wie viel Saatgut da drin ist oder auch nicht. Ja, gucken wir mal so ein bisschen gegen das Licht halten. Ah, so ein bisschen sieht man es. Da ist auf jeden Fall ordentlich was drin. Ja. So sieht es von außen aus. Eine Hälfte lila, eine Hälfte peach. Wunderschönes Teil. Was haben wir da? Viel Glück, sagt Jurassic Chili. Leben am Limit mit Martin. Ja gut. Ist ja noch Zeit. Ne? Kann man ja nicht verschwenden. Irgendwie müssen die Chilis ja weg. Ich hier immer nur so rumeiere mit 1-2 Chilis, dann kommen die ja nie weg. Werden die nachher noch alle schlecht. Dragon's Kitchen, schönen guten Abend. So, Saatgut rausholen. Bevor ich mich hier jetzt noch... Komm schon. Ein bisschen nervig ist, dass das Saatgut echt in der ganzen Beere verteilt ist. Ja, nicht so schön zentral an einem Ort, sondern es hängt wirklich überall. Kreuz und quer, dreidimensional in der ganzen Chili. Hier mal 3 Körnchen, da mal 5 Körnchen. Aber so ganz hat die T-Rex noch nicht aufgegeben. Naja, egal. Das wird schon, das wird schon. Ist noch keiner dran gestorben. Obwohl doch einer, glaube ich. Nichts verkommen lassen. Ja, genau, Carina, so sieht's aus. Boah. Also meine Hand riecht jetzt so extrem nach Super Hot Chili. Die schmeckt wahrscheinlich auch schon danach. Klasse. Ich sollte vielleicht doch mal über Handschuhe nachdenken. Aber nur nachdenken. Weil ich bin ehrlich, ich bin auch arbeitstechnisch, auch wenn ich im Garten bin, ich bin kein Handschuhtyp. Ich mag das einfach nicht. Ich mag, wenn ich das spüre, mit dem ich arbeite. Oder was ich halt in der Hand habe. Ich bin kein Fan davon, die Hände in Handschuhen zu verstecken. Wie ist das bei euch? Seid ihr Team Handschuh? So, was haben wir denn jetzt noch da stehen? Oh je, geschmacklich bestimmt fruchtig, aber scharf. Ja, die riecht auf jeden Fall sehr gut. Da bin ich nun mal gespannt, sagt Chili Padron. Vor dem Pipi machen gehen, ordentlich Hände waschen. Ja, ja. Das ist definitiv so das, was am schlimmsten ist. Ich hatte das mit der Gator Jigsaw eben geschrieben und dann hattest du die gezeigt. Deshalb habe ich das eben geschrieben. Ach so, okay. Alles klar. 100% Handschuhe bei Superhots. Okay. Ja, also wenn ich jetzt Soßen mache und ich verarbeite wirklich so 10, 15 Stück oder so. Ja, oder wenn ich sie trockne. Ja, wenn ich den Dauerautomaten voll mache, dann benutze ich eigentlich auch Handschuhe, weil ich dann sehr viele schneide. Aber bei so einem Tasting
wo ich eigentlich immer nur ein oder zwei habe oder jetzt halt vier, da ist mir das zu blöd. Dann sitze ich hier die ganze Zeit mit Handschuhen und das knistert und ich mag keine Handschuhe. Ich mag Handschuhe einfach nicht. So, genug gequatscht, rein damit. Oh je, die wird scharf. Oh je, oh je. Also geschmacklich jetzt gar nicht so der Oberhammer, würde ich sagen. Aber gut, ist auch schwer, das jetzt zu toppen, wenn man vorher eine so leckere Chili hatte. Schärfemäßig kommt die jetzt gleich wahrscheinlich erst. Das, was mich jetzt gerade so ein bisschen traurig stimmt, ich habe im Mund keinerlei Schmerzen. Gar nicht. Das heißt, die wird voll auf den Rachen gehen. Oh nein. Und wie die meisten ja wissen, ich mag Rachenburner nicht. Ich mag sie einfach nicht. Es zwickt auf jeden Fall schon mal leicht im Hals. Noch definitiv gut zu ertragen. So auf 8 würde ich sie jetzt mal schätzen. Ja, höher nicht. 8 bis jetzt. Jetzt kommt der Schmerz allerdings doch so langsam die Zunge hoch, brennt jetzt tatsächlich bis vorne an die Zungenspitze. Tut gut weh, tut wirklich gut weh. Aber noch geht's, noch geht's. Was schreibt ihr da? Mögen die Götter dir gnädig sein? Vor allem morgen früh. Ja, nee, ist ein Phänomen. Habe ich nie Probleme mit. Ja. Also die Chilis verabschieden sich immer ohne großes Bohai. Auch wieder eine Bootkreuzung. Wie findest du die im Vergleich zu Hallows Eve? Geschmacklich oder schärfemäßig? Also schärfemäßig zwickt die auch ganz schön, ja. Und jetzt, wo du es sagst, ich meine, die Hallows Eve war auch so ein hinterlistiges Biest, ne? Weil die fängt auch jetzt gerade an, richtig zu stechen. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Ah, die tut ordentlich weh. Sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Oh. Ist auch so eine Chili, die macht keinen Spaß. Oh. Sie tut zwar auch eigentlich fast nur im Mund weh, Aber wie? Also sind wirklich ordentlich Schmerzen. Die ist jetzt locker bei einer 10, wenn nicht drüber. Ganze Mund wässrig. Schön finde ich ja, dass sie das hier mittlerweile sogar ohne Aufforderung macht. Spitzen Publikum. Oh Leute. Also die Träne,
Die ist ganz kurz vorm Überlaufen. Oh, und? Oh Gott. Ja, es läuft tatsächlich eine Träne. Es läuft tatsächlich eine Träne. Das hat bisher noch keine geschafft. Oh Mann, die tut weh. Weiß nicht, ob man die Träne sieht, aber die läuft hier den Nasenflügel runter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt immer eine Frage. Warum? Ja, warum? Warum? Weil es sonst keiner macht. Weil es sonst keiner macht. Irgendeiner muss ja hier für die Wissenschaft kämpfen, oder? Außerdem ist es ja auch für die meisten kein Geheimnis mehr, dass ich ja im stillen Kämmerchen daran arbeite, irgendwann mal Feuer spucken zu können. Und ich schwör's euch, so nah bin ich dran. So nah. Ja. Hey, ihr seid schon zwei Handvoll Menschen. Okay, nicht mehr ganz, aber fast zwei Handvoll. Oh. Bestialisch. Absolut bestialisch. Aber ich glaube, auch die lässt langsam los. Dann wünsche ich einen schönen Gruß an Pinky Chili Padrot. Das müsst ihr aber machen, bevor ich gelernt habe, Feuer zu spucken. Und falls ihr es wirklich geschafft haben solltet, dann die Weltherrschaft an euch zu reißen, du und der Pinky, dann möchte ich wenigstens als Feuerspeier Feuerwehrmann werden. Ja? So ein kleiner Grisou. Die lässt nicht so richtig locker. Es wird zwar besser, aber es ist immer noch echt unangenehm. Nicht so schlimm, wie wenn sie jetzt im Rachen brennen würde. Ja, das muss man ihr ja mal hoch anrechnen. Aber die tut trotzdem weh. Oh Gott. Ich glaube, was soll meine Frau dazu? Sie sagt nichts dazu. So langsam wird's voll hier unten. Nicht gut. So, gut. Ich glaube, die Chili ist unten angekommen. Schmerzen lassen jetzt nach. Ich würde die Schärfe jetzt gerade so auf eine solide 6 bis 7 ticken. Tippen. Geschmacklich. Sie war gut, ja.
Sie war gut, hatte allerdings schon so was leicht Blumiges an sich. Nicht viel, nicht, dass das jetzt krass störend würde, aber leicht. Und nach so einer Geschmacksbombe wie der T-Rex Mustard hat die natürlich voll abgestunken. Ja, also die hatte nicht annähernd die Chance, an den Geschmack von der Mustard ranzukommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sie war gut. Ja. Die Schärfe, erstmal wieder ganz, ganz lange nichts. Dann dieses Gefühl, als wenn sie jetzt komplett den Rachen attackieren würde. Und dann hat sie sich dran vorbeigeschlichen in den Mund. Und ja, womit kann man das vergleichen? Kennt ihr Krähenfüße? Ja, die man so hinwirft, damit Autoreifen platzen. Wenn ihr davon so 2-3 Stück in den Mund steckt und ordentlich durchkaut. Ich glaube, so fühlt sich das ungefähr an. Ja. Nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte, aber ich kann mir das vorstellen, dass sich das so anfühlt. Wie kann man zu Chili blumig sagen? Naja, das ist ganz einfach, weil sie blumig schmecken. Also es gibt tatsächlich Chilis, die isst du und dann hast du das Gefühl, dass du gerade irgendwie, nachdem so eine Schulklasse Ausflug im Douglas hatte, du kommst durch die Tür im Douglas und atmest einmal so richtig schön tief durch den Mund ein. Genauso schmeckt das. Das war jetzt nicht ganz so extrem. Es war leicht blumig, aber war schon da. War schon da, ja. Gut. Geschmack wurde beschrieben. Schärfe wurde beschrieben. Baut jetzt ordentlich ab. Ist jetzt auf 3, würde ich schätzen. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder ein paar Informationen eingebracht, mit denen ihr arbeiten könnt. Mir hat es sehr gefallen. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine angenehme Nacht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Tasting. Bis dahin!